Ah ja, außerdem nicht viel. Yay, ich habe jetzt mein Raketenpack. Oh, ein Beet. Ich sehe es schon, was du gemacht hast. Das Beet haben wir in der letzten Folge gemacht. Haben wir das? Das haben wir letzte Folge. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe aber ein bisschen. Ich kann dir zeigen, was ich gemacht habe. Nee, in der letzten Folge haben wir bei der Mine aufgehört. Das haben wir nicht in der letzten Folge gemacht. Das war nicht auf der. Doch, das habe ich, glaube ich, nebenbei gemacht, während du deine Mine beschäftigt hast. Und da habe ich nichts gesehen. Das habe ich mir nicht. Ja, dann hast du es verpasst. Ja, habe ich es verpasst. Das ist gut für die Parts. Willkommen jetzt auch nochmal offiziell für die Parts. Ich werde das ja dann wahrscheinlich nachher dann schneiden und dann nochmal in die Playlist packen. Definitiv. Ja, ich kann dir mal zeigen, was ich gerade gemacht habe. Dann zeig mal. Ich habe einmal ein bisschen an der Mine noch ein bisschen was ausgebaut. Ich muss heute noch Quests weitermachen. Oh, hier sind Leitern. Ja, die Leitern kommen später. Ich habe erstmal unten die Lichter, die ich angekündigt habe, schon mal aufgehängt. Ah, Lichter. Ich habe hier eine rote. Ich bin hier durch eine rote Lichtschranke durch oder so. Das ist ein Bug. Und ich habe mein Item-Slots blockiert. Ach so, das ist die. Deshalb ist das. Mein Items sind blockiert. Ja, du bist gerade in meiner Zone, das muss ich noch alles einstellen. Durch die rote Lichtschranke wahrscheinlich. Durch die Lichtschranke bin ich jetzt hier. Sind meine Items blockiert. Dafür war wahrscheinlich die rote Lichtschranke da. Ja, das ist meine Zone. Ah ja, deshalb. Gelegt, damit du nicht griffen kannst. Damit ich nicht was machen kann? Damit du nicht mein Zeug zerstören kannst. Dann heb das mal wieder auf hier. Ja, ist ja gut. Das ist unser gemeinsamer Server. Hier. Keine Blockierung für andere. Options. Vertraust du mir nicht, dass ich dein Zeugs im Leben lasse? Also, stell dich mal auf Bilder. Du müsstest jetzt normal bauen können. Es ist doch hier. Dass du hier eine Blockade einrichtest, das ist... Ja, kannst du normal bauen in meiner Zone? Es ist... Scheint so, zumindest auf meinen Inventar kann ich zugreifen. Aber dass du sowas errichtest hier, das ist... Ich baue das auch für mein Haus. Ja, natürlich. Glaub's nicht das mehr. Das war so gedacht, ich habe mir jetzt die Bergspitze oben festgelegt. Wenn ich herausfinde, wie das geht, dann mache ich das auch. Das kann ich dir gleich zeigen. Ich komme gerade, Moment. Als ob, wir können uns doch gegenseitig vertrauen, dass wir nicht unser Haus kaputt machen. Oh, meine Fresse. Mordi, ganz im Ernst. Mhm. Du kannst mir doch vertrauen, dass ich dein Haus nicht auseinandernehme. Da habe ich mir einmal hier so einen schönen Gang gemacht mit einem Aufzug vorne. Willkommen to Modus Zone. Jo. Na, wenn das so ist. Einmal nach oben. Oh, sieht aber gut aus, denn. Nee, da steht gerade ein Viech bei mir im Weg. Ja, das ist mein Haustier. Das ist das, was du hier offscreen gemacht hast, dein Haus hier gebaut. Nee, das Haustier habe ich nebenbei geholt, weil ich gerne so einen Huhn hätte, weil die lustig. Ich meine, das Haus hier, den Tunnel und so weiter, das ist ja. Ach so, ja, das war in der letzten Folge noch nicht. Das habe ich offscreen gemacht, weil es war mir ein bisschen zu nervig, in meinen Berg hoch zu rennen. So. Bei mir braucht es noch ein bisschen, ich ertrinke hier gerade. Nee, ertrinken willst du nicht, das passt vom Timing her locker. Ja, ich brauche ein bisschen länger. Ich sehe schon, das passt. Sind wir bald da? Oh hey, ich habe einen Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner? Ein Villager? Event joined. Sehr schön. Oh mein Gott, was? Das ist ein Dorfbewohner. Hilfst du mir mal? Wir müssen ein paar Schweine töten. Ist das der Dorfbewohner? Ja, hilf mir mal bitte. Ich muss hier ein paar Schweine töten. Sekunde. Schwert rausgeholt. Ist das noch mein Schweineschwert? Mein Steinschwert, oder? So. Okay, da liegt was auf dem Boden. Gut. Ja. So, Inventar. Ich würde mal in mein Inventar gucken. Ich habe da jetzt auch jetzt jetzt habe ich drei Dingens, drei Rocket Packs. Schön, Schweine. Schweine. Ah, das ist, glaube ich, mein Steinschwert, oder? Ich hatte doch schon ein besseres, oder? Und ich bin tot. Schön. Ja, macht nichts. Ich spawn ja direkt hier. Ist ja mein Zuhause. Da ist so ein grünes Vieh, so eine Nachtkreatur. Ja, den kannst du auch gerne bringen, wenn du willst. Ne, der hat mich umgebracht. Na toll. Nicht mehr Zeugs aufsammeln. Ich sammle hier nichts auf. Mein Inventar.
Warum ist die Tür zu meinem Haus offen? Warte, ich komme kurz hoch. Wir es da aufgelassen haben wahrscheinlich. Ich habe ja ein Jetpack. Ja, ja, das geht ja schnell. Okay. So. Jetzt bin ich irgendwie abgestürzt aus irgendeinem Grund. Ja, wenn deine Ausdauer leer ist, dann stürzt du ab. So, take over. Okay. So, Inventar ist Gott sei Dank auf I. Oh, jetzt habe ich 4. Okay. Irgendwo müsste noch einer von den Krabbendingern sein. Irgendwo hier. Das ist jetzt ein Stone Sword. Hatte ich nicht schon ein besseres? Da hatte ich doch ein besseres schon gecraftet. Ne, das war die Obsidian. Das war die Obsidian Mining Saw. Ah ja, die habe ich übrigens die nicht mehr. Die ist mir kaputt gegangen beim Bauen. Die habe ich letztens, glaube ich, gecraftet. Die Quests muss ich heute noch weitermachen. Die habe ich ja noch einige Sachen zu machen. Und hätte ich gern auch so ein tolles Haus wie du. Ach, hätte ich gern auch so ein. Du hast ja noch gar kein Haus, du hast ja hier. Nee, ich habe mir nur einen Unterstand gebaut und hab den Berg zu einer Plattform umgebaut. Das ist cool. Da baue ich mir bei dir, da baue ich mir neben dir auf dem Haus, direkt neben deinem Haus baue ich mir dann auch noch ein Haus. Okay. Dann nutze ich das gleich aus. Achtung, Nachtkreatur hier, so ein großer Blauer hier. Komm, hilf mal. Komm, hilf mir mal. Gut, die machen aber nicht viel Schaden. Könntest du mir trotzdem mal helfen? Ja. Und tun den Kerl safe. Hab ich gelesen. Großer Gott. Oh, das hat aber lange gedauert hier. Hey! Wer zuerst kommt? Okay, das hier sind meine Todesstatuen. Nee, das ist meine. Ah ja, ich sehe es gerade. Aber ist nichts mehr drin, glaube ich, oder? Was ist jetzt mit dem Tool? Da dürfte nichts mehr drin sein, oder? Ist da noch was drin? Nee. Ich glaube, es wäre vielleicht klug, weil du hast hier dein Seepferdchen aufgebaut und hier deine Seepferdchen-Plattform. Es wäre doch vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich dort drüben auf dem anderen Berg, dort drüben bei dem Zwerg, meine Bude öffnen würde. Das wäre keine schlechte Idee. Ich habe jetzt gerade anscheinend einen Villager gefunden. Okay. Cool, das war mir nicht bekannt, dass das überhaupt geht. Aber was machen wir mit dem? Ich weiß nicht, ich werde den jetzt mal platzieren, vielleicht kann ich den abbauen. Wo ist denn der? Zeig mal. Hier. Der ist meiner. Sieht fast aus wie Nars. Ja. Und was macht man mit Villagers? To learn new ways. Ah. Okay, wir haben die Nacht überlebt. Cool. Ja, gut. Den stelle ich mal sehr dekorativ hier neben den Brunnen. Deine eigene Haussklave. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für den Stream jetzt hier. Entweder ich mache hier weiterhin die Tutorial-Dinger, oder ich fange mir an, dort drüben beim Zwerg hier meine Plattform zu bauen, hier mein Haus, vielleicht baue ich mich in den Berg hinein und mache dort meine, da baue ich oben drauf ein Haus drauf. So wie du hier. Mhm. Kopiere ich hier ein bisschen deine. Aha. Okay, ich bin jetzt in deinem Brunnen drin. Hi. Danke, Bodenjunge, für den Follow. Ah, du hast einen Follower. Und ich komme aus dem Brunnen nicht mehr raus. Bin im Brunnen gefangen. Programmieren. So, dann bin ich raus. Ja, bei mir kein. Wie viele Zuschauer hast du denn gerade? Ich bin gerade bei 2. Ich habe noch mich selbst. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das RP heute Morgen hat mir einiges gebracht. So, wo kriege ich denn jetzt hier die Steine her? Ich muss ja auch noch hier für die Steine hier. Ich habe gleich auch noch
Muss ja erstmal die Plattform zu Ende kriegen. A wiring tool. Muss erstmal lernen, wie man solche Plattformen. Ja, solche Steine hier, solche antiken Steine. Vielleicht kann ich mir in den Zwerg hinein irgendwas bauen. Ups, konnte ich jetzt nicht. Und das hier so zumacht, kann ich mir ein Haus aus dem Zwerg heraus machen. Was hältst du denn von der Idee, Mordi? Das kannst du machen, ist dein Zeug. Okay. Dann müsste ich bloß erstmal das Gestein finden, was hier. Und bin mir nicht sicher, wo ich das herkriege. Ja, so ein Elchviech bei mir. Wie tief geht denn das hier? Moment, Wiring Tool. Kann ich überhaupt ein Wiring Tool schon machen? Muss ich erstmal ein bisschen was freibuddeln. Warum kann ich eine Atlantis-Kiste machen? Warum kann ich eine Playsomatte machen? Tja, keine Ahnung. Was für Dinge kann ich alles machen? Hast du gecheatet oder was? Nein, ich habe nur lange nicht nachgeguckt. Blow, Teleporter. Ich guck mal eben, was ich für ein Wiring-Tool brauche. Ich glaube, ich sollte das dann so ebnen, dass der Zwerg hier auf dem Untergrund steht. Ich muss erstmal den Peakstone hier abbauen. Das Ding. Habe ich doch irgendwo hier schon gesehen. Das ja, Klettern. Hier. Ja, hier sind da keine Kohle, Magnetit und Stein. Das haben wir alle. Magnetit habe ich noch zwei. Cool, ich habe hier einen zweiten Toolmaker, falls du dann später einen brauchst. Der ist gerade bei mir oben. Was ist ein Toolmaker? Ein zweiter Dorfbewohner. Ja, kannst du zu mir rüberschicken hier. Ja. Du musst den bei mir abholen. Hier ist eine Kiste mitten auf dem Weg. Kann ich den bei mir auch hinstellen. Aber erstmal brauche ich hier. Alter! Schießpulver! Machen wir gerade eine Plattform. Was ist denn heute los? Kaum bist du auf dem Server, kommt ja mal Leben rauf. Tja. Das gibt's doch nicht. Ich bin halt lebensschaffend. Okay, ich brauche einmal Stone Rod, Kohle, Detit und dann kann ich einen Wiring Tool machen. Okay. Gut, dass wir das alles schon mal. Ja, das kann man so als Plattform Detit, hier. Steindinger. Ich gestalte hier erstmal den Berg um. Dann habe ich noch irgendwas, was ich hier reinpacken kann. Schießpulver packe ich noch hier rein, das passt optisch ganz gut. Das, was du offline machst, mache ich jetzt. Und Stream. Ja, ja, du bist so jemand. Du willst deine Zuschauer nicht unterhalten. Naja, ich mach's halt authentisch und alles was. Ich zeig halt alles im Stream. Ich enthalte den Zuschauern nichts vor. Das ist halt. Ich bin halt dabei, wenn ich. Die haben halt dann alles miterlebt. So war es auch schon bei Minecraft. Ja, hier kann man super ein Haus reinbauen hier. Unter die Plattform vom Zwerg. Das, dann tun sie das. Das ließe sich ganz gut ein mit einer Tür dann so rein. Das könnte ein gutes. Ich werde jetzt erstmal meinen Sklaven programmieren. Aha. Zu was kann man den denn programmieren? Im Moment wahrscheinlich zum Werkzeugmacher. Und später dann zum Sexsklaven. Ich bin ziemlich sicher, dafür gibt's Mods. Es ist das Internet. Muss Kopf. Ja sein. Wozu hat man den Villager? Ganz genau, das wussten wir schon seit Minecraft. So. Wiring Tools machst du. Kennt man ja von den Gronk. Von den Gronk Let's Plays. 20 Jahre, 200 Jahre in Zucht. Funken dieses Dorf. Man kennt die Villager. Und ihre Dorfgemeinschaften. Deshalb sehen doch alle gleich aus in Minecraft. Ah, okay, cool. Ich kann die theoretisch komplett verändern, wenn ich will. Das ist das Geheimnis, warum die Villager in Minecraft alle gleich aussehen. Alles Inzucht.
bräuchte man halt hier noch so, da können wir einen Eingang draus machen. Dann bräuchte man halt hier noch, dass das schön aussieht, so eine Treppe. Ich habe keine Idee, wie ich das craften kann. Muss ich wahrscheinlich mit dem Tutorial noch weitermachen, bevor ich das craften kann. Bevor ich das Zeug kriege. Oh, ich habe jetzt Wiring Tool und so und Zeugs. Ach, ja, du hast wahrscheinlich Kohle gerade geholt haben. Washer und so weiter. So. TNT. Gelb, Pants, ja, Pants, Trim, hier. Obsidian Powered One. Das müsste wahrscheinlich das sein. Okay, perfekt. Immerhin keine 100.000 Münzen in Game-Währung. Was ist denn das überhaupt hier? Warum? Was ist denn? Ich habe hier noch 4 Qubits, falls du die irgendwo für brauchst. 5 Super Excavator, falls die für irgendwas wert sind. Stone Stairs, vielleicht kann ich die jetzt machen. Und das sind einfach nur Stone Stairs. Wood Burning Lamp, das ist cool. Könnt ihr jetzt theoretisch machen. Wood Rot, Stone Rot, Kohl und Glas. Wie hieß das nochmal? Ich komme hier gerade nicht drauf klar. Müsst jetzt hier. Stone Stairs. Crafting Menü Build Paint Able. Paint Able. Habe ich hier noch nicht. Peak Stone Stairs habe ich. White Beacon habe ich. Ich kann das nur nicht craften. Wie schalte ich das denn frei? In die Stone Stairs. Hier habe ich Stone Stairs. Stone Stairs, ja. Und Plantes Trim Wall, das ist wahrscheinlich auch. Ah, hier bin ich noch claimen. Jetzt habe ich 4 Flugzeugdingens. Flugzeugdingens, ganz genau. Wie wär's damit? Ja. Ich bin gerade hier komplett verwirrt. Ich ein bisschen. Das vielleicht kannst du mir ja irgendwie helfen. Vielleicht hast du eine Atlantic, hast du gesagt. Ich glaube, das ist das hier. Das Zeug ist Atlantic-Dings. Nee, das ist nicht Atlantic, das ist was anderes. Vielleicht kannst du es ja schon craften und ich noch nicht. Zeug, was ich hier für den Zwerg brauche. Meine Plattform. Ich weiß nicht, ich bin gerade am gucken. Kann ich das jetzt einfach hier? Ah ja, kann ich. Oder ich ebne das halt so ein, dass man es. Prozessor brauche. Dann packe ich ihn am besten zum Prozessor. Ups. Wenn ich es nicht erweitern kann, dann muss ich es halt anpassen. Ich mache mal erstmal hier die ganz langweilig die Ebenen. Ich ebne mal den Berg ein. Und was machst du so jetzt da drüben? Ich versuche immer noch den Typen zu programmieren. Aha, immer noch beim Villager beschäftigt. Ja, das ist komplett. Bastest dir immer noch deinen 6 Sklaven? Ja, zumindest einen, damit ich mir sparen kann. Die ganzen
Mining Cells selber zu machen. Ja, wie hieß das Spiel? Da gab es doch ein Spiel, was ich bei Zombie auf dem Kanal gesehen habe. Das hat er gespielt hier, dieses, wo du einen Affen programmieren kannst, der dir das Holz abbaut, die Bäume fällt und die Steine und so weiter macht. Kannst du Affen automatisieren. Wenn ich das jetzt noch abbaue, dann können wir hier so einen Eingang draus machen. Ja. Wenn ich die Steine nicht selbst herstellen kann, dann was nicht passt, muss passend gemacht werden. Hier dann so ein Eingang und dann kannst du da tiefer gehen. Dann wird es dann, guck mal hier, ein Eingang zum riesigen Palast. Na, so riesig kann der nicht werden, weil der Berg ist, die Bergspitze ist nicht so groß, aber ja. Eine kleine Unterkunft kann das hier schon. Kann das schon raus werden. Mal hier hinten noch zumachen. Und Fackeln hier reinbauen. Hier dann so Fackeln. Ist dann zumindest eine bessere Unterkunft als mein Blockhaus dort drüben. Mein klotziges Klotzhaus. Modi, was bei mir auf Twitch komisch ist, ist, dass die, das habe ich bemerkt, dass die bei mir irgendwie, also die Stream-Aufzeichnungen, die ich auf, die dann automatisch online gestellt werden, nach, ja. Die werden häufiger geguckt, als wenn es, die werden dann immer, also die kriegen dann immer 40 Aufrufe danach, die Stream-Aufzeichnungen. Aber live guckt ja, das gerne. Da werden alle mit reingezählt, die zwischendurch mal ganz kurz seinen Stream angeklickt haben. Ach so, ja, wollte gerade sagen, weil man live nicht angucken, aber dann die Stream-Aufzeichnungen nachher. Ist so ein bisschen. Was muss ich für den Toolmaker denn machen? Live keine Zuschauer haben, aber dann die Stream-Aufzeichnungen. Ja, wenn du mal nicht im Chat mit dabei bist, dann ist hier wirklich Ruhe. Okay, cool. Ich habe eine neue Quest. Ich muss Tische machen. Tische? Die Quest, ja. Sie macht, die lass ich jetzt erstmal aus. Nee, nicht Quest, sondern Quest für mich. Ich brauche Steintische. Wozu brauchst du Steintische? Damit der Toolmaker mir Stein-Mining-Cells macht. Kann ich denn deinen Stühle... Och, das mit dem Jetpack ist ja blöd. Das Bauen mit dem Jetpack ist scheiße. Man fliegt immer zu hoch. Ah, okay. Ich muss erstmal einen Holztisch machen. Gut. Dann weiß ich doch Bescheid. Ich behalte mal das Ding lieber an, weil wenn ich jetzt hier runterfalle beim Bauen... Ich bin tot. Habe ich gesehen. Wurde mir angezeigt. Ich habe hier scheinbar eine Höhle neben meinem Haus. Neben der Plattform. Interessant. So. Scheiß. Dann hole ich mal frisches Holz. Mach das. Tu das. Dann baue ich in der Zeit gleich noch einen Baum ab. Ich baue mich die ganze Zeit Stein ab und pflanze den Stein neu. Ganz langweilig hier. Ja gut, ist halt das Spiel, ne? Du wolltest so ein bisschen. Ist halt Creativeverse, ist halt. Du wolltest so ein aufnehmen. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt so Medium spielen. Ja. Mir macht es Spaß. Ich habe ja auch Minecraft sehr gut gefunden.
Minecraft Arnor Staffel 2 kommt dann auch erst, wenn ich Minecraft für PC habe. Das muss ich mir dann erstmal kaufen. Ja, dann schön Bedrock Edition, schön mit RTX on. Ne, RTX wird es bei mir nicht geben. Ach, keine 2080er oder eine 3080er gleich geholt. Nee. Schade. Das muss ich nicht haben. Hast du einmal mitgespielt, ist nie wieder ohne, glaub mir. Deswegen spiele ich nicht mit. Deshalb fange ich gar nicht erst damit an. Was für eine Grafikkarte hast du eigentlich? Puh, weiß ich noch nicht. Am Ende kommt raus, du hast einfach eine 3090er schon direkt drin. Am Ende habe ich gar keine. Am Ende hast du gar keine, stattdessen ist einfach, keine Ahnung, ein Hamster im Laufrad drin. Keine Grafikkarte vorhanden. Geht das überhaupt? Kann man dann überhaupt Spiele spielen? Ist das möglich? Natürlich würde es gehen, du hast halt dann keinen optischen Input, dann müsstest du alles nach Gehör machen. Ja, aber wir sehen ja hier, es läuft ja der Stream, das ist ja also, scheinbar ist eine Grafikkarte drin. Wie gesagt, am Ende hast du einfach eine 3090er aus Versehen direkt vorbestellt. Könnte man bestimmt nachgucken. Juckt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich dann sagen würde, ja. Na gut, dann weißt du halt, welche Spiele bei dir laufen und welche nicht. Das finde ich ganz einfach raus. Ja, viel Spaß, wenn du 60 Euro für eins gezahlt hast. Wenn die meisten Spiele laufen. Alle Spiele, die ich bisher gekauft habe. Ja, ich habe bei mir hier im Chat auch sehr viel Entertainment. Und ich habe ja nicht wirklich. Und ja, ich kaufe ja mir auch nicht wirklich so die Highspeed Ultra Sachen, die eine super Grafikkarte benötigen, um zu laufen. Das ist ja alles, was ich kaufe. Sagst du? Hast du eine Ahnung, was für Grafikleistung teilweise Aufbaustrategie-Spiele fressen? Ja, die spiele ich ja nicht. Ich spiele keine Aufbaustrategie-Spiele. Natürlich spielst du die. Aha. Ab und zu. Welche denn? Hast du in deinem Leben bestimmt schon mal einen Siedler gespielt? Nee, habe ich nicht. Na gut, du hast dieses eine Wikinger-Spiel gespielt, was ich. Ja, das waren jetzt Tests. Das war das. Also ansonsten bin ich da wirklich kein Freund von. Kommt schon, als ob. Nee, das mache ich wirklich nicht. So Strategiespiele bin ich wirklich raus. Das ist da. Da komme ich auch nicht mit zurecht, da verliere ich auch schnell die Lust zu. Da habe ich gar keine. Was ist denn dann so privat? Bingo? Naja, ich spiele privat nichts. Das ist. Traurig. Animal Crossing spiele ich gerade privat. Ein wenig, aber. Das ist doch auch aufbauen. Also ansonsten privat, alles was ich spiele, spiele ich für die Let's Plays, für die Parts und so weiter. Ich bin kein Gamer. Ich sag das auch immer wieder, ich bin kein Gamer. Dafür spiele ich viel zu wenig. Ich spiele halt nur, wenn ich für Let's Plays was aufnehme. Und das siehst du auf meinem Kanal, was ich da spiele. Das ist halt unfassbar. Nicht so Nintendo. So, Baum ist abgebaut. Ich hätte auch privat gar nicht Zeit dazu zu zocken. Das ist einfach neben den Let's Plays und neben den Streams und so weiter, da ist gar kein. Jetzt für Animal Crossing ab und zu mal da nehme ich mir dann Zeit. Abends noch eine Stunde mal ein bisschen. So, was brauche ich denn alles dafür? Bei Animal Crossing New Leaf auf dem DS oder 3DS, weiß nicht, wo das lief. Da habe ich auch dann relativ schnell den Bock drauf verloren. Also ist halt wirklich. Also echt. Ist halt wirklich nicht mein Genre, das spiele ich halt. Aufbaudingen, Simulatoren, das ist dann wirklich. Brauchst du mir gar nicht zu kommen mit. Spielt keine RPGs, spielt keine Aufbaustrategie. RPGs spiele ich ja schon. Irgendwie. Spielt keine Shooter. Wolfenstein 2 habe ich gespielt. Und warst du gut darin? Was
heißt gut daran? Also nein. Ich bin generell nicht gut in Spielen. Ich bin nicht gut in Spielen. Egal welches Spiel, welches Genre. Das weißt du also doch, Modi. Da bin ich gar nicht schlecht. Das weißt du doch, Modi. Meine Let's Plays zeichnen sich dadurch aus, dass ich nicht gut bin. Ich kenne Pros. Du bist jemand, der die Bitch-Einsteuerung verstanden hat. Du bist gut. Naja, das muss man nicht gut so sein.